Ja? Oh, sorry, ich störe. Ich wollte nur... Nein, ich komme später wieder. Marlene, Moment mal. Du kommst genau richtig. Willst du meine Trauzeugin sein? Danke, das ist irgendwie total lieb, dass du fragst. Können wir das nicht später in Ruhe besprechen? Ihr macht jetzt erstmal weiter. Für später und in Ruhe haben wir keine Zeit. Wir heiraten nämlich. Ja, ich weiß. In 4 Stunden und 45 Minuten! Ja, weißt du, und der nächste Termin wäre halt erst wieder in 7 Monaten frei gewesen. Ja, schon klar, aber heute, hallo, wie soll das denn gehen? Wir heiraten einfach. Wir haben die Ringe, wir haben die Papiere, wir haben uns. Was wollen wir mehr? Guck mal, sind die nicht wunderschön? Und machst du's? Ja. Oh, entschuldige, ich hab dich überhaupt nicht gefragt. Du, eigentlich wollten wir das ja komplett geheim halten. Nein, aber ihr wollt es niemandem sagen, nicht mal Mama und Papa. Ja, dann hätten wir es auch seiner Familie sagen müssen und dafür war keine Zeit. Gut, das kann ich nachvollziehen. Also von mir erfährt niemand etwas. Das Brautkleid, oh mein Gott, wir müssen zu Rebecca. Ach, was, dafür haben wir keine Zeit. Ich zieh irgendwas an. Hey, Rebecca ist super gut und wahnsinnig schnell. Los, als deine Trauzeugin muss ich dich antreiben. Nur noch 4 Stunden, 35 Minuten, los. Hey, ich brauche auch einen Trauzeugen, oder? Tristan. Ja, gut. Gut, los. Oh. 4,5 Stunden. Ihr spinnt. Tun wir. Und niemand darf davon erfahren. Okay, ich schweige und... Nee. Du schaffst das? Ach ja, ob jetzt in 3 Monaten oder in 4 Stunden. Bloß große Extras, die darfst du jetzt nicht erwarten. Ist mir sowieso viel lieber. Na, das war ja klar. Schon komisch, dass wir bei der Schwester sind, oder? Ja. Okay, los geht's. Du siehst einfach umwerfend aus. Rebecca, du kannst ja wirklich zaubern. Danke. Und was sagt die Braut? Toll. Wirklich, das ist total schön. Ja, das ist es. Aber was? Ich fühle mich irgendwie verkleidet. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst. Wirklich? Ja, ach, du fühlst dich doch mit Lippenstift schon verkleidet. Ich habe einfach gedacht, dass du wenigstens für deine Hochzeit eine Ausnahme machst. Das will ich ja auch. Wirklich, Rebecca, du hast dir so viel Arbeit gemacht und das Kleid ist echt toll geworden. Ja, aber du wirst es bestimmt nicht aus Schuldgefühl tragen. Es ist schließlich deine Hochzeit. Und jetzt? Ich würde sagen, wir finden was anderes. Da bin ich mir sicher. Zieh dich erstmal um. Finden. Danke, Rebecca. Ich hoffe, es gefällt auch Hagen. Nicht, dass er später im Smoking da steht und ich... Oh, das ist so bestimmt. Hallo. Justus. Verstehe. Ja, danke. Nichts. Er hat das ganze Schloss abgesucht. Keine Ringe. Und Hagen kann ich auch nicht erreichen. Okay. Du lässt dich hier weiter von Marlene verarzten und ich gehe ihn suchen. Danke. Bis gleich. Marlene. Ich will nicht ohne Ringe heiraten. Das ist ein schlechtes Omen, das geht nicht. Hey. Wir haben damals mit Ringen geheiratet und es hat trotzdem nicht gehalten. Und jetzt heirate ich ihn. Ja. Und das ist gut so. Ihr beiden hier passt viel besser zusammen und ich zu Tristan. Diesmal hält's. Bei dir und bei mir. Ah, und das Problem ist eigentlich auch überhaupt kein Problem.
Timmy! Hey, Schwesternnotfall. Du, hör mal, ich brauche ganz dringend 2 Ringe. Nee, das muss nichts kosten, das ist nur rein provisorisch. Wofür? Dana und Hagen heiraten. Ja, ich weiß, fantastisch. Ja, du, in 2 Stunden. Kriegst du es hin? Standesamt. Also melde dich bitte und sag Bescheid, ob du kommst. Und ruf bei Dana oder Marlene auf dem Handy an, ich hab grad keins. Also bis gleich, hoffe ich. Tja, so ist das, wenn man kurzfristig heiratet. Ach, hier bist du. Dana hat schon versucht, dich anzurufen. Sie ist völlig fertig, weil sie eure Ringe nicht mehr hat. Und ihr heiratet ja schon in... Oh Gott. Oh Mist. Ich meine natürlich, hallo Herr Wolf. Er weiß Bescheid. Meinte Dana zufällig diese Ringe? Wow, das ist doch richtig gut geworden. Was man eben kurzfristig hinkriegt, wenn man so überfallen wird. Ich glaube, Dana wird ein Stein vom Herzen fallen. Und ich glaube noch einer, wenn du pünktlich zur Hochzeit kommst. Klar, ich zieh mich schnell um und dann... Sag mal, hast du mal auf die Uhr geguckt? Oh Gott. Sag ich doch. Komm, wirf dir das über, das reicht. Wie, er soll in Cheers heiraten? Und der Vater der Braut? Der darf sowieso nicht schicker sein als der Bräutigam. Also los jetzt, mein Auto steht vor der Tür. Was ist denn los? Der ist, glaube ich, kaputt. Kein Benzin mehr, oder wie? Sorry. Wir nehmen Taxi. Darf aber nicht wahr sein. Schaffen wir nicht mehr. Wir müssen in 10 Minuten da sein. Ich glaube, jetzt hilft nur noch eins. Rennen. Ja, wohl schön, jetzt heirate ich nicht nur in Jeans, sondern komme auch noch völlig verschwitzt an. Und Dana wartet im schönsten Kleid auf mich. Mach dir darüber mal keine Sorgen. Mann. Rebecca, wenn Christian nicht kommt, würdest du da meine Trauzeugin werden? Hast du dir das gut überlegt? Ja, genau 3 Sekunden lang. Also was ist, ja oder ja? Ja. Na los! Sind wir zu spät? Sagen wir mal so, Sie sind zwar spät, aber nicht später als die Braut. Okay. Hagen. Hey. Papa. Hagen hat's mir erzählt. Ihr wolltet wirklich heimlich heiraten? Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dabei bin. Thomas hat unsere Ringe graviert. Ah, oh, ja, das sie. Gott sei Dank. Danke, 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 danke. Du bist vielleicht eine Marke. Ich freue mich, dass du da bist. Die Ringe! Wir haben extra 2 besorgt. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr nötig. Was? Oh nee, ist nicht euer Ernst, oder? Na gut, will man kommen, bitte? Wie könnten Sie den Trauzeugen schenken? Ich habe Tristan nicht erreicht. Rebecca ist meine Trauzeugin. Oh, okay. Dann, ja. Okay. Tada. So. Können wir dann langsam? Ja. Yep. Kleinen Moment noch, bitte. Vicky, hier ist Thomas. Sag jetzt nichts. Nein. Hör einfach nur zu. Einfach nur zuhören. So, jetzt kann's losgehen. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen, liebes Brautpaar, liebe Familie und Freunde. Wir haben uns heute hier spontan versammelt, um Hagen von Lahnstein und Dana Wolf in den Stand der Ehe zu führen. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann. Sie beide haben sich dazu entschlossen, diese Reise gemeinsam anzutreten und jeden Augenblick miteinander zu teilen. Die schönen und die traurigen Momente, Glück und Unglück, die guten und die schlechten Zeiten. Nun frage ich Sie, Hagen von Lahnstein, ist es Ihr freier Wille, mit der hier anwesenden Dana Wolf die Ehe einzugehen? So antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Und ich frage Sie, Dana Wolf, ist es Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Hagen von Lahnstein die Ehe einzugehen? So antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Dann erkläre ich Sie Kraft des Gesetzes zu rechtmäßig angetrauten Eheleuten. Sie dürfen jetzt die Ringe tauschen und sich küssen.